Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zur weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus. Ich spiele wieder Zeraora, nachdem das letzte Match bewegt dich. Ein bisschen knapper wurde als gewollt. Hallo, hallo. Wichtig ist, ich habe mein Item gewechselt, also ich habe nicht mehr den Fluffy Tail, den Flufer. Ich glaube, die oben schaffen das, wir gehen runter. Ich habe jetzt X-Attack und guck mal, wie das wird. Ich spiele wieder den Nahkampf. Das ist eigentlich immer Nahkampf. Set, aber Wild Charge Spark. Wie? Bullshit. Und ich habe mein Fokusband weggetan. Bestimmt eine gute Idee. Für Buddy Barrier. Mal gucken, wie das wird. Übrigens, wenn du die Jungle einmal schlägst, gehen die ihre Attacke aufladen. Wenn du danach Slash einsetzt, ist besser. Ich bin mir nicht sicher, ob Slash selber die Attacke auslöst und dann abbricht. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Also, scheiß drauf. Oben sind sie im Tor, das ist relativ sicher. Die hier sterben gerade. Oh, oh, oh. Ich bin da noch nicht auf einem Level, wo man sagen muss, ja, ja, das wird schon. Also, okay, wir sollten die Bären machen. Ich habe ein bisschen was bekommen. Ich habe jetzt Spark. Und... Das kriegst du nicht. Jetzt gehe ich, aber ich hoffe, das stört die nicht zu sehr. Weil ich muss mal nicht hin, ne? Oben. Weiß nicht, wurde gekillt. Unten sind ein bisschen tief drin gegen Relaxo. Könnte man meinen. Relaxo ist halt nicht ungefährlich. Bam, bam, bam. Genau das meine ich. Bleibt bitte im Tor. Unser Glumanda ist AFK. Muss das sein. Jedes Mal, ich sage euch. Und er bewegt sich. Oben ist der Gegner Jungler. Ich hoffe, die spielen jetzt aber defensiv und killen sich nicht sofort. Du machst mich doch sicher Level 8? Unangenehm. Ich werde also Level 8 mit den Bären. Na gut, wenn die oben durchpushen, pushen wir einfach unten durch. Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt Damage bekommen. Damage ist schlecht. Egal, wir haben die. Holt sie euch. Er ist auch noch gestorben, oder was? Das ist okay. Wir machen jetzt erst Ding, weil die werden nicht runterkommen. Gerade das Glumanda, welches erstmal immer noch ein Glumanda ist. Oh, geil. Wird uns vermutlich nicht die größte Hilfe sein. Das könnt ihr doch aufhalten, ne? Dann töte ich es halt kurz. Oder er tötet mich. Das geht auch. Nice. Du hast verzogen. Unpraktisch für dich. Down. Kriegt ihr das zu? Nein, ich krieg das zu. Und oben sieht's okay aus, gegeben den Umständen. Und das ist okay. Auch wenn es wehgetan hat. Ja, die waren halt alle da und oben machen sie Rotom nicht. Also... Dick gut. Ah, fuck, ich hab's nicht mehr rausbekommen, das Ding zu killen. Aber die haben Schlock gekillt. Oben kriegen sie doch zu zweiten Vogel kaputt. Nee, weil sie alleine kämpfen. Smart, smart. Das ist gut in einem Teamkampf. Zwei gegen einen und trotzdem verlieren, weil man... sich nicht drum kümmert. Und jetzt haben die Gegner den Vorteil, jetzt können die einfach kommen und auch Rotom schnappen. Geil, oder? Ich find's toll. Ja, für das lohnt sich für dich. Oh Gott, ich muss das zielen. Das ist gefährlich.
Ich habe nicht getroffen. Ich bin durch alle drei durch mit Wildstar. Das ist ja wohl Bullshit. Und Glurak ist einer von denen, der immer da ist, wann ich sein muss. Alles klar. Hilfreich. Könnt ihr das bitte Hilfe? Ich sehe nichts. Da komme ich auch nicht mehr hin. Und der wird uns jetzt da wegdrücken wollen, was super geil wird. Geil, hat er bekommen. Diesmal aber. Ja, das ist okay, lass mich mal ruhig. Ich muss weg! Jetzt müssen wir nach unten und das holen. Nein, nicht jetzt, Pushy Pushy! Ja, Glurak hat's verstanden, aber ihm ist es egal. Das ist schön. Ich habe White Charge außerdem eingesetzt, als ich mich die Nase gekratzt habe. Cool. Schlecht, aber cool. Ich weiß, dass du da bist. Und jetzt bin ich tot. Das war's aber wert, wir haben ein Ding bekommen, immerhin. Und die machen jetzt einmal einen Teamwipe mit denen. Wunderbar. Genauso mustert. Dann gehe ich zur Central Area, dass die dort wissen. Das war's wert für mich zu sterben. Das war's absolut wert, das war gut. Und wenn ich jetzt noch vor Arctos, heißt dieses Pokémon, Level 14 werde, habe ich auch die verbesserte Ding-Attacke. Verbesserten Wild Charge. Der, glaube ich, flächendeckend Damage macht, wenn man bei den Gegnern ist. Fun Fact. Ist eine gute Sache. You can do it. Man sieht unten rechts immer, wenn ich einen dritten Schlag mache oder mit Spark Gegner treffe, dann füllt sich da was auf. Könnt ihr mal aufhören mit der Scheiße. Wieso habt ihr euch jetzt eigentlich Team wipen lassen? Wo war denn da der Sinn? Cool. Danke für die Hilfe, Team, die alle umbringen lassen. Jetzt mache ich das gleiche. Nicht reinrennen, Wiggly, das bringt dir nichts, wenn dein Team dich nicht unterstützt. Und die sind so smart und kommen nicht. Muss man dazu sagen. Die sind so smart und wollen sich nicht gehen lassen. Mal sehen. Vogeltod ist eine gute Sache. Unser Glurak-Tod ist fast weniger eine gute Sache. Sterbe ich jetzt. Möglich. Nein! Was war denn das schon wieder für ein Auto-Aim? Das ist doch zum Kotzen! Währenddessen in der Heldenhöhle fangen die übrigens Zapdos an. Arctos. Was wir übrigens ganz dringend brauchen, wenn wir gewinnen wollen. Er konnte ihn abwehren. Wunderbar. Die kriegen Ding tot. Auch wunderbar. Ah, sie hat das geschafft. Fiaro muss abgeben, das ist uns egal. Hat mich nicht getroffen. Nein, das wollte ich nicht. Das will ich schon. Auto-Aim von der Attacke ist ganz frech. Wir müssen übrigens Zapdos machen, Leute. Arctos. Wobei, wenn der 50 hat, nein. Er kämpft alleine. Mega gut. Kinder, wo seid ihr? Weil die sind jetzt wieder zu fünft. Wir haben eigentlich die Mitte gewonnen und dann gesagt, Mitte? Klingt langweilig. Lassen wir mal. Einen hätte ich schon gern gekillt. Aber egal, ihr kriegt den Rest hin. Den Rest hin. Nee, die kriegen nicht den Rest hin.
Trotz Body Barrier übrigens, die war für den Fall eigentlich komplett richtig. Ich bin öfter gestorben, ich weiß nicht, ob das... Aber ich bin immer... Du willst ja mit Spark rein. Ich bin mir unsicher. Hätte besser laufen können. Die hätten nicht von Arctos wegrennen sollen, als wir ihn mit dir erobert haben. Da hätte unser Defender vielleicht rechts verteidigen müssen, dass wir das holen können. Nee, die wollten unbedingt abgeben, weil wir waren ja im Nachteil. Und was soll uns ein Arctos im Nachteil helfen? Gute Frage. Oh, wäre Glurak durchgekommen, hätten wir das sogar bekommen. Dann ist es schade. Naja, falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wäre es raus. Bye!